Nichts trägt mehr Potenzial in deinem Leben als Minimalismus. Du wirst gesünder, zufriedener und du verlierst deine Ängste. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Minimalismus ist kein Wort, was du kennen musst. Du bist auch Minimalist. Du bist auch minimalistisch, wenn du hin und wieder zum Beispiel deinen Müll rausbringst, den du nicht mehr brauchst. Seit dem Tage, wo ich mir alles im Leben gekauft habe, was ich mir kaufen wollte und trotzdem nicht glücklich war, ist es für mich ein immerwährender Prozess zu schauen, was für mich notwendig ist und was für mich nicht notwendig ist. Und das bringt tatsächlich Glück. Dadurch, dass ich aussortiere, was nicht notwendig ist, bekomme ich mehr Glück, mehr Freiheit. Sowohl finanziell, da sich der Lebensstandard immer weiter reduziert, auch räumlich, dass mehr Platz entsteht. Und wer mein Video auf War Illusion gesehen hat, der weiß, die Umwelt prägt einen. Ist die Umwelt klar, da wird auch mein Geist klar. Man erkennt viel besser, was einem wichtig ist, was man für Ziele im Leben hat. Und Klarheit reduziert auch den Stress. Man ist sich ganz klar bewusst, was einem nicht gut tut und was man nicht braucht. Brauche ich nicht. Man wird ruhiger. Oh, wie ich das genossen habe und immer noch genieße, ruhiger zu werden. Du hast plötzlich mehr Zeit für Familie und für Freunde, für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo viele scheitern. Sie begreifen nicht, dass Minimalismus ein individuelles Konzept ist. Oder sie pervertieren, dass Minimalismus ein individuelles Konzept ist. Das ist gar nicht so einfach. Daher gibt es dieses Video. Selten, sehr, sehr selten steckt so viel Potenzial in einem einzigen Video. Ein Video, ganz viel Potenzial. Also, du musst entscheiden, was dir wichtig ist. Du persönlich. Du kannst sagen, mir ist alles wichtig, was ich habe. Dann ändert sich nichts und du bleibst in einer Komfortzone. Genauso viel Stress, genauso wenig Zeit und es kostet unnötig Geld. Das ist das eine. Oder du minimalisierst so krass, wie es nur geht. So wenig wie möglich. Weißt du, wozu das führt? Genauso viel Stress, wahrscheinlich sogar noch weniger Zeit und noch weniger Geld, weil du nach deinem blinden Dogmatismus, weil du irgendwie Minimalismus falsch verstanden hast, merkst, was dir eigentlich wichtig war und ja, das nun entweder nicht mehr bekommst, nicht mehr hast oder dir wieder neu kaufen musst. Das kostet dann wieder nochmal Geld. Regel Nummer 1 bei einem gesunden Minimalismus ist, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, dich und deine Bedürfnisse kennenzulernen. Und das Bedürfnis Konsum ist in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Denn Konsum befriedigt auch deine Bedürfnisse. Und da lohnt es sich ganz genau zuzuhören. Das Kaufen von Gegenständen, insbesondere von Luxusartikeln, unterstützt das Bedürfnis, anderen Menschen gegenüber seinen Wohlstand zu zeigen und dafür Anerkennung zu bekommen. Wer tolle Dinge kauft, kann seine soziale Anerkennung boosten und sich so besser fühlen. Und es ist natürlich auch andersrum. Wer nichts kauft oder nichts kaufen kann, wer ja, nirgends aufgrund von Geldproblemen partizipieren kann sozial, der ist in unserer Gesellschaft, abgesehen von ein paar alternativen Kreisen, jemand, der sozial ausgegrenzt wird. Da kauft man quasi für andere, anstatt auf sich zu schauen, was man wirklich braucht. Wenn man allerdings, also braucht man die Anerkennung der anderen, dann kann man auch durchaus diesen fetten Benz anstatt einem Dacia kaufen. Wenn man sich darüber bewusst ist, es gibt da keinen richtig und falsch, ne? Aber man muss darüber nachdenken und vor allem eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. Wie lange braucht es für dich, um einen Benz zu kaufen? Bist du Millionär? Willst du die Anerkennung? Wunderbar, kein Thema. Aber was musst du konkret dafür mehr tun als für ein preiswertes Auto? Und was bekommst du mehr dafür? Und vor allem, wie stabil ist das? Folgendes Szenario, mal ein bisschen praktisch. Ich kaufe einen dicken Benz und muss dafür ein Jahr Vollzeit statt halbtags arbeiten. Das ist für die meisten Deutschen ein ziemlich realistisches Szenario. Ich habe viel weniger Zeit für meine Familie. Der Arbeitsweg hin und zurück bleibt ja gleich. Ich habe viel weniger Zeit für Hobbys, ich habe viel weniger Zeit für Interessen, für Freunde. Ich kann weniger abschalten und weniger stressfrei leben. Ich kann mich nicht mit anderen Dingen beschäftigen, die Zeit kosten. Wie zum Beispiel War Spirit abonnieren und mein Leben weiter zu optimieren. Ne? Und so weiter.
was bekomme ich dafür? Also durch den Benz. Die Anerkennung anderer Menschen. Die kommt aber oft mit Neid daher. Gerade bei finanziellen Erfolg kann das tolle Auto aber ganz schnell zum Bumerang werden. Man muss sich plötzlich rechtfertigen, dass man in solch umweltpolitisch bedenklichen Zeiten sich so ein Auto gekauft hat und erfährt plötzlich soziale Ächtung. What the fuck? Sein Leben auf anderen Menschen und deren Stimmungslage und deren Idealen aufzubauen ist, und ich spreche aus eigener Erfahrung, ein extrem schlechter Ratgeber. Da kannst du dir aber sowas von sicher sein. Schau darauf, was dir gut tut und was du willst. Und zwar auch dann, wenn es keinen anderen Menschen auf der Welt gäbe, der das beurteilen würde. Heutzutage ist es so einfach zu kaufen. Wir müssen nicht mehr in Einkaufshäuser gehen, ja, sondern wir klicken einfach zum Warenkorb hinzufügen. Dann haben wir gekauft. Unternehmen investieren Milliarden, nur um dich dazu zu bringen, etwas zu kaufen. Und meistens, was du nicht brauchst. Milliarden, um dich zu manipulieren, um dir die klare Sicht zu nehmen. Die Klarheit, du erinnerst dich, die zu mehr Freiheit, Glück und Geld führt. Denn wenn du diese verlierst, führt sie für den Unternehmer zu mehr Glück, Geld und Freiheit. Auf deine Kosten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade, wenn man in die Mainstream-YouTube-Channels mal reinschaut oder auf der Straße die Werbeflächen betrachtet. Es geht seit Jahren nur noch in eine Richtung. Mehr kaufen, 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 kaufen. Und dann kommen die Vlogger und teilen ihre Idee von einem einfachen Leben, präsentieren die Verknüpfung zu anderen Kulturen, wo einfaches Leben schon seit Jahrhunderten als Quell des Glücks erfahren wird. Und was passiert? Die Menschen empfinden es ähnlich wie pflanzliche Ernährung als extrem. Es führt zu Widerständen. Minimalistische Vlogger wie Vegan Power Girl oder Hannah Dette werden öffentlich angegriffen und der gesellschaftliche Mob verachtet sie. Zum Glück ist der Kern des Minimalismus eben auf sich selbst zu schauen, wenn man es richtig durchführt. Selbstliebe und nicht was die anderen denken. Merkst du, wie hier ein Kreis draus wird? Wenn du dich um dich kümmerst, dann bist du weniger abhängig von der Meinung deines Mannes, von der Meinung deiner Eltern, von der Meinung deiner Freundin, von der Meinung der Gesellschaft. Du lebst ein Leben in Harmonie mit dir selbst. Es gibt unzählig viele Menschen, die minimalistisch leben. Und alle tun es auf eine andere Weise. Der eine zieht mit seinem Rucksack durch die Welt. Der andere hat ein Riesenhaus. Und wieder ein anderer hat die Wände voller Bücherregale mit Büchern, die er liebt. Minimalismus muss nicht sichtbar für andere sein. Ganz wichtig. Wenn andere kommen und sagen, hey, du, das ist aber nicht minimalistisch. Wasser predigen und fein saufen. Nö. Dann interessiert das einen Minimalisten nicht. Weil er eben auf sich selbst fokussiert. Wahrer Minimalismus ist eben nicht nur materiell, und das ist das Zweite, was ich in deinen Kopf einbrennen muss. Minimalismus bedeutet auch zu entscheiden, was du an Meinungen, an Soft Facts außerhalb deiner eigenen wirklich brauchst. Brauchst du es, dir die Nachrichten anzuschauen, wenn dich Politik nicht interessiert? Brauchst du die Meinung desjenigen, der meint, dass du doch ignorant und egoistisch bist, weil du dich nicht politisch engagierst? Ne? Und weil du Fleisch isst, doch scheiße, ne? Brauchst du die Meinung dieser Menschen, dass du ein Versager bist, weil du nicht genug Geld verdienst? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Das ist Minimalismus. Materiell und immateriell. Das kann so unterschiedlich sein. Manche sind selbstständig, manche sind angestellt, manche leben in der Natur, ne? Und manche sind Politiker. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Minimalismus lässt sich nicht in eine von außen wahrnehmbare Form pressen. Nur wenn wir nicht minimalistisch sind, dann sehr wohl. Denn dann sind wir die Mitte der Gesellschaft. Wenn wir nicht darüber selbstständig nachdenken, was wir noch benötigen, dann entscheiden das andere für uns. Unternehmer, Dogmatiker, Familie, Extremisten, Politiker, YouTuber,
Forenbetreiber, Blogger, Freunde, alle, außer du. Und das ist der Zustand, in der sich die Mitte der Gesellschaft befindet. Sie haben keine eigene Meinung mehr. Alles ist nur noch fremdgesteuert von Interessensgruppen. Ich würde sogar sagen, 90% der Veganer haben das nicht selbstständig entschieden, dass sie Fleisch minimalisieren wollten, sondern sie sind einem Trend gefolgt, der sich gut anfühlt. Sie haben YouTuber geglaubt, die für sie recherchiert haben. Und sie haben Anerkennung in ihrer Blase alternativer Freunde bekommen. Und selbiges gilt auch, bin ich zu 100% überzeugt, dass es sehr viele Menschen sind, die AfD-Wähler. Nur ein Minimum hat wirklich darüber selbst entschieden, als man sein Kreuz für die AfD gemacht hat. Die Panikindustrie, die Angstmacher und selbstverständlich natürlich auch wieder YouTuber und generell die Social Influencer haben genauso wie politische Interessensverbände für diejenigen entschieden. Wer hat denn wirklich am eigenen Leib erfahren, dass ein Flüchtling jemandem selber etwas Böses angetan hat? Ja? Wem wurde denn wirklich der eigene Job weggenommen und einem bösen Ausländer gegeben, einem Flüchtling? Ne? Die Mitte der Gesellschaft ist komplett fremdgesteuert. Aber auch in den Außenbereichen der Reichen und Mächtigen und eben auch in der alternativen Szene gibt es genug automatisierte Verhaltensweisen. Minimalismus ist die Lösung. Wenn du dein Leben wiederhaben willst, minimalisiere. Überlege mal, wie viel Zeit du am Tag verbringst, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich eigentlich fundamental überhaupt nicht interessieren. Menschen fragen mich immer wieder, Samu, woher nimmst du eigentlich so viel Zeit, so viele Videos zu machen, so viele Vorträge zu halten, dabei noch Singkreise und Werwolfabende zu veranstalten, mich um jeden einzelnen Menschen, der in meinem privaten Umfeld meine Hilfe benötigt, zu kümmern, Bücher zu schreiben, Videokurse zu machen, als Smoothie-Man in die Schulen zu gehen, Workshops zu halten und jeden Abend gemeinsam mit anderen Menschen das Leben zu feiern. Warum? Wie geht das? Weil ich die Dinge weglasse, die mir nicht wichtig sind. Und das sind teilweise Dinge, die andere nicht verstehen. Das sind Dinge, wo mich andere verurteilen. Aber das dürfen sie. Sie dürfen alles. Ne? Das interessiert mich nicht. Ich habe Interesse daran, dass ich mein Leben so gestalte, dass meine Werte und mein Lebenssinn im Vordergrund steht. Das ist Minimalismus. Das ist Freiheit. Das ist Leben. Mach nichts, um andere zu beeindrucken. Geh nichts nach, nur um einen gewissen sozialen Status zu bekommen. Nimm mich als Beispiel. Ich war reich, ich war erfolgreich, gesellschaftlich anerkannt, hatte Frau und Kind und dicke Autos. Und ich sage das nicht, weil ich Anerkennung jetzt dafür will, was ich damals erreicht habe. Die hatte ich schon, ne? Sondern um dir zu verdeutlichen, dass ich aus dieser Erfahrung spreche. Ich habe alles gehabt, was viele wollen oder wovon womöglich auch du träumst. Und ich kann dir sagen, ich habe das erfahren. Wenn das nicht wirklich deine eigenen Wünsche sind, und das sind sie zu 99% nicht, dann verschwendest du deine Lebenszeit. Du verschwendest dein Leben. Und du wirst immer nur ein Schatten deines eigenen Potenzials sein. Es ist unglaublich hart, sich aus den Fängen und den Überzeugungen einer Gesellschaft zu erheben. Und ich mache dir nichts vor. Es gelingt nur den wenigsten. Aber denen, denen es gelingt, die strahlen voller Lebenskraft. Und das sind die Menschen, die wirklich eine Bedeutung für diesen Planeten haben. Das sind Idealisten und Macher. Das sind Menschen, die entweder im kleinen Kreise von Freunden und Familien oder im großen den Unterschied ausmachen. Menschen, die Welt verändern. Menschen, die tatsächlich begriffen haben, was es bedeutet zu leben. Wie sieht es mit dir aus? Schreib mir doch mal deine Gedanken in die Kommentare und gib mir einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Teile das Video, damit mehr Leute anfangen, darüber nachzudenken.